Hey Leute, wie ist eure Nettie mit einem anderen Blog über Themen wie Natur, Gesellschaft und uns? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen kurz. Wir konnten gerade beobachten, dass sich die beiden großen Player Monspy und Google Globe heimlich im Park der Weltmühle verabredet haben und sich nun wie zufällig treffen werden. Aber Golden Bee besteht nur aus Bausteinen der Natur und... Wir sind Zeuge der Abschiedszeremonie der Natur. Denn heute wird sie in einem rituellen Akt geopfert. Nichts wird von mir der Natur übrig bleiben. Ein Zeichen am Himmel will ich sein. Für ewig. Selbst wenn die Sterne der Sternzeichen des Widders, des Drachen und der Argonavis aufeinander zustürzen, wenn die Sternbilder der Natur von Monspy, von Google Globe zusammenkrachen würden, wäre da kein Krach, kein Laut, sondern Stille. Einfach nur Totenstille. Denn nichts ist da, was die Töne tragen könnte. Nichts. Und deswegen mein Geheimtipp der Woche, man kann Golden Bee Aktien kaufen. Wir versuchen an Informationen vor Ort zu kommen und schalten auf den vierten Kontinent. Hallo, können Sie mich hören? Ja, fühlen Sie gut. Wir sind die Kornkammer der Welt, nicht das Golden Bee von uns beiden. Also Leute, plündert eure Sparbüchsen, lasst uns gemeinsam die Welt retten. Eure Netnike. Es ist eine Katastrophe. Wenn nichts passiert, dann droht uns eine große Hungersnot. Und einige schreiben, dass es meine Schuld ist? Ja super, aber ich weiß doch gar nicht, um wen es geht oder um was es geht. Und ich habe natürlich niemanden umgebracht. Die Latte implodieren. Was da passiert ist unglaublich. Alle Monitore und Displays scheinen eingefroren. Nur noch lange, waagerechte Linien, unbewegliche Diagramme. Eingefrorene Nullpunkte, keine Bewegung mehr. Kein Up, ein Down, nichts. Und mittendrin liegt Frau Dr. Faust, beide Arme mittels Schläuchen mit den Maschinen verbunden. Und nur noch ein einziger, langer, nerviger Ton schwingt endlos durch den Raum. Also, wir würden eure Sparbüchsen. Lasst uns gemeinsam die Welt retten. Stay tuned.